Top Agrar Systemvergleich. Aufsitzrasenmäher. Vorne oder mittig mähen. Sammeln oder mulchen. Wir haben zwei Sichelmäher von Husqvarna miteinander verglichen. Als Mittelachsmäher hatten wir den Traktor TC239T im Test. Der Rasentraktor ist angetrieben von einem Wicks & Stratton Motor mit 15 PS Motorleistung. Die Höhe des Mähdecks stellt man mechanisch ein und zwei große Laufrollen führen das Mähwerk sicher über die Grasnarbe. Einen Allradantrieb gibt es nicht, wir haben diesen aber auch zu keiner Zeit vermisst. Der Traktor lässt sich trotz der mechanischen Übersetzung leichtgängig lenken. In Sachen Wendigkeit konnte der Mittelachsmäher nicht überzeugen. Selbst größere Bäume konnten wir nicht in einem Zug umfahren. Der Fangkorb fasst rund 130 Liter. Mit einem teleskopierbaren Hebel lässt sich dieser entleeren, ohne dafür absteigen zu müssen. Besonderheit beim Traktor: Der Mäher kann neben dem Sammeln auch mulchen. Dazu schwenkt eine einfache Klappe in den Auswurfkanal. Das Mulchergebnis ist auf magerem Gras in Ordnung. In üppigen Beständen kam das System aber an seine Grenzen. Mit einem echten Mulcher kann die Kombilösung nicht mithalten. Auf nassem und längerem Rasen ist der Sammler dem Mulcher aber gegenüber im Vorteil. Hier bleibt nichts liegen, einzig die Fahrten zur Sammelstelle bleiben. Als Frontmäher ging der Ryder 216T AWD in den Test. Unter der großen Motorhaube setzt der Hersteller ebenfalls auf einen Wicks & Stratton Motor. Die Leistung ist mit rund 13,5 PS angegeben und reichte für alle Einsätze im Test aus. Die Übersicht auf das Mähdeck ist gut. Im Test kamen die drei Mulchmesser auch mit längerem Gras gut klar. Vor allem die Wendigkeit des Mähers konnte überzeugen. Bäume konnten wir ohne Zurücksetzen in einem Zug umfahren. An engen Stellen ist aber Vorsicht geboten. Das hintere Fahrzeugteil sitzt fest am Chassis. In Kurven schwenkt allein die Achse. Ungeübte Fahrer können so schnell anhecken. Auch beim Ryder führen zwei große Laufrollen das Mähdeck. Die Schnitthöhe stellt man ebenfalls mechanisch ein. Mit einem großen Hebel lässt sich das Mähwerk in Gang bringen. Dabei spannt ein Riemen und die Messer fangen an zu rotieren. Das Mulchergebnis konnte sich unter allen Bedingungen sehen lassen. Wichtig ist aber, dass der Rasen trocken ist und nicht zu lang. Neben Rasenmähen können die Mäher aber noch mehr. Der Hersteller hat uns für beide Modelle je eine Kehrmaschine zur Verfügung gestellt. Beim Traktor setzt Husqvarna vorzugsweise auf eine Anbaukehrmaschine von Thielbürger. Mit dem passenden Koppelrahmen in der Front lässt sich der Besen einfach aufstecken. Ein stufenlos verstellbares Tastrad hinter der Kehrbürste führt den Besen in der Höhe. Durch Herablassen der Bürste mit dem langen Bügel auf der rechten Fahrzeugseite bringt man den Besen in Gang. Mit dem linken Hebel kann man die Bürste seitlich verstellen. Wir sind wahlweise mit und ohne Auffangwanne gefahren. Die Wanne lässt sich per Hand einfach vor die Bürste einhängen. Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir den Einsatz ohne Auffangwanne, da man ansonsten zu häufig entleeren muss. Beim Ryder setzt Husqvarna auf die Anbaukehrmaschine von Nova. Der Anbau der Kehrmaschine ist hier mit mehr Arbeit verbunden und nimmt deshalb auch mehr Zeit in Anspruch. Wir mussten zum Umbau das gesamte Mähdeck abbauen. Hier ist Vorsicht geboten, da man sich sonst schnell die Finger quetschen kann. Anschließend schiebt man die Kehrmaschine in die Aufnahme. Ein Schnellkoppelsystem gibt es hierbei nicht. Zur Arretierung muss man die Kehrmaschine mit Schrauben befestigen. Vor allem beim Aufsetzen des Riemens haben die Konstrukteure nicht viel Platz gelassen. Im Einsatz
kehrte die Bürste aber sauber. Mit zwei Stützrädern lässt sich dabei die Arbeitshöhe stufenlos einstellen. Eine Auffangwanne gibt es nicht. Mit der Höheneinstellung des Mähdecks lässt sich nun die Bürste seitlich schwenken. Im Test kehrte die Bürste sauber und passte auch gut an den Mäher. Einzig der lästige Umbau bleibt. Für einen häufigen Umbau nicht zu empfehlen. Den ausführlichen Systemvergleich lesen Sie in der Top Agrar-Ausgabe 10/2018.